Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts vom 1. November 2020. Übersetzt von Emmy X. Blossom, jetzt geht's los. Ich habe mir 1 Million Möglichkeiten ausgedacht, dieses Gespräch zu beginnen. Und ich werde wahrhaftig mein Bestes tun, um unter den gegebenen Umständen das Beste aus mir, aus euch herauszuholen. Also, wie fangen wir an, abgesehen von dem Öffentlichen, nur noch ein paar Tage? Föderation des Lichts. Liebste Blossom und alle diejenigen, die hier anwesend sind, Lügen und Betrug haben euren Planeten schon seit Urzeiten überrannt. Der göttliche Plan, der göttliche Meister eures Planeten wird nicht zulassen, dass es so weitergeht. Denn ihr seid von Natur aus Wesen der Wahrheit. Es ist an der Zeit, dass jetzt jeder Einzelne diese Wahrheit im Inneren erkennt. Alles, was zum Vorschein kommt, soll den Geist in euch erwecken und euch in die helleren Erfahrungen vorwärts führen, die für die Menschheit so wohl verdient und so notwendig sind, um darin zu baden. Nach so langer Zeit ist die Seele, die im Inneren des menschlichen Fleisches wohnt, bereit, aus ihrem Kokon auszubrechen und zu fliegen. Ja, es werden große Unruhen und Verwirrungen bevorstehen, doch glaubt ihr, dass die Raupe beim endgültigen Durchbruch leicht aus ihrer Enge herauskommt? Sie steht unter Druck und muss ein wenig mehr Druck entwickeln, um frei zu kommen. Ihr, liebste Seelen der Erde, seid im Begriff, die Befreiung eurer Seelen zu erleben. Und selbst wenn das, was präsentiert wird, vorläufig das genaue Gegenteil zu sein scheint, werdet ihr wissen, ihr, die ihr aufwacht und bewusst seid, werdet wissen, dass ihr frei seid. Wie oft haben wir gesagt, das Licht hat gewonnen? Viele, viele Male. Denn das ist die Wahrheit. Eure Welt wird sich nicht länger im Belagerungszustand befinden. Eure Welt bewegt sich hinein in eine freie Welt. Und wir wollen zum Ausdruck bringen, dass sich alles, was sich in Bezug auf das strenge Kriegsrecht ausbreitet und alles, was damit im Zusammenhang steht, nicht stattfinden wird. Blossom, wow! Das kam sehr nachdrücklich an und ist sehr beruhigend, denn wenn es tatsächlich nur Gerede wäre und man darauf hereinfiele, dann würde es einen Bezug auf das Versprechen einer bevorstehenden glorreichen Zeit an der unangenehmsten Stelle zurücklassen. Föderation des Lichts. Wir wissen, Blossom, dass du zu Seelen sprichst, die dem göttlichen Plan vertrauen. Und es ist das, von dem wir wissen, dass du es tust. Blossom, zögerlich und hier und da in Frage stellend. Föderation des Lichts, und wir ermutigen dich zu hinterfragen, Blossom. Wenn du dem, was wir sagen, blind folgen würdest, wäre uns nicht wohl dabei. Denn es ist die Liebe und die Wahrheit und das Licht in einem jeden von euch, das sich selbst erkennen muss und für sich selbst wissen muss, dass das, wovon wir sprechen, die Wahrheit ist. Blossom, was ist mit denen, die nicht das Gefühl haben, auf diesem Weg zu sein? Wirklich eine dumme Frage. Föderation des Lichts? Ganz und gar nicht. Diejenigen, die das Gefühl haben, dass wir entweder eine Illusion sind oder, wie bereits angedeutet, von der Dunkelheit in Verkleidung, sind frei zu wissen und zu fühlen und ihren Weg zu gehen, wie sie es für richtig halten. Wir sind nicht hier, um Punkte zu sammeln. Wir sind hier, um durch Liebe in das Wissen zu helfen. Und wir fühlen mit deiner Unterstützung, Blossom,
dass so viele von ihrem alten Glaubenssystemen abfallen und sich wieder dem zuwenden, von dem sie wissen, was sie selbst sind. Diese Reise, die gewesen ist, ist und sein wird, ist, wie ihr wisst, ganz sicher nichts für schwache Nerven. Und doch ist in diesem Jahr eure innere Stärke exponentiell gewachsen. Und zwar in einem Maße, dass es einige kaum erkennen werden. Daher wird das, was kommen wird, was bevorsteht, einen in eine Position von solcher Macht heben, wissend, dass sie durch das eigene Sein von dem eigenen höheren Selbst strömt und tatsächlich auch von anderen höheren Wesen, die ebenfalls hier sind, um zu helfen. Wir sind uns der Beklemmung sehr wohl bewusst, Blossom, in die du wegen unserer Mitteilung über die Ankündigung gefallen bist, und wir reden nicht um den heißen Brei herum. Blossom, ich verstecke mich dahinter. Dann mal los, los geht's. Föderation des Lichts, ja, die Ankündigung wird kommen. Blossom, in dem von euch genannten Zeitrahmen. Föderation des Lichts, ja, ist das zufriedenstellend? Blossom, oh, wie sehr wünsche ich das. Es verstärkt nur meine Beklommenheit, aber um ehrlich zu sein, ist mir diese Antwort von euch lieber, als wenn ihr gesagt hättet, die Dinge haben sich geändert, falsch getippt. Föderation des Lichts, wir sind auf Kurs und bereit, die Segel zu setzen. Blossom, okidoki, was jetzt? Föderation des Lichts, haltet eure Hüte fest. Blossom, bei allem Respekt, Freunde, ich habe mir meinen Hut schon vor vielen Jahren unter dem Kinn festgebunden, auf eure Anregung hin. Wenn ich ihn noch fester binde, schnüre ich mir die Luft ab. Föderation des Lichts, aber kannst du es nicht fühlen, Blossom? Könnt ihr nicht die absolute Elektrizität fühlen, die in der Luft liegt, im Hinblick auf das, was kommen wird? Blossom, natürlich, zwischen dem und dem Warten auf eine Ankündigung in jeder Stunde. Ich könnte die Parlamente in die Luft sprengen. Die Sache ist die, für mich dreht sich der Magen um. Viele sind gespannt, wenn eine Ankündigung kommen wird. Es ist eine große Verantwortung, eure Worte zu verkünden und sich dann zurückzulehnen und zu vertrauen. Besonders, da ihr dies vor einem Monat erwähnt habt und jetzt bleiben nur noch ein paar Tage übrig. Föderation des Lichts, vielleicht waren diese letzten Wochen die Ruhe vor dem Sturm. Blossom, ich muss über meine Kindereien lachen. Manchmal denke ich mehr darüber nach, wie es wäre, wenn wir tatsächlich einmal bestätigt würden, als darüber, was die Ankündigung mit sich bringen wird. Ha! Ich meine, was sagt das über mich aus? Föderation des Lichts, dass du nur die Wahrheit suchst. Blossom, danke, Freunde, und ihr habt recht, es ist so wichtig für mich, und deshalb könnt ihr euch zu dieser späten Stunde vorstellen, warum ich schlaflose Nächte habe und so weiter. Und doch haben wieder einmal so viele gesagt, es sei ihnen egal, ob es eine Ankündigung gäbe oder nicht. Sie werden trotzdem an euch und mich glauben. Föderation des Lichts. Es geht nicht um den Glauben, Blossom. Es geht um Wissen. Wenn man glauben will, dass wir wahr sind, dann zweifeln sie an unserer Wahrheit. Wenn jemand unsere Wahrheit kennt, dann wissen sie diese, weil es eine Wahrheit ist, die tief im Inneren liegt. Blossom, ja, aber wie ich schon beim letzten Mal sagte, ich weiß, dass ihr von Wahrheit und Licht seid. Tausende von Seelen wissen dies und fühlen dies aufgrund der Liebe, die ihr durchbringt und der Liebe, die ihr seid. Dennoch verheißt eure Erfolgsbilanz hinsichtlich der Dinge, die wie geplant stattfinden, nichts Gutes. Daher meine Besorgnis zu dieser späten Stunde. Heute Morgen hörte ich in meinem Kopf auf scherzhafte Weise, oh, ihr Kleingläubigen, und ich lächelte noch
und ich stimmte zu. Ich habe dieses Channeling bis zum letztmöglichen Moment in dieser Woche ausgesetzt, nur für den Fall, dass es Neuigkeiten gibt. Und wahrlich, alles, was ich jetzt noch tun kann, ist abzuwarten und das Beste zu hoffen. Und mein Bestes zu tun, darauf zu vertrauen, dass eine Ankündigung kommen wird. Föderation des Lichts, wir halten dies für eine kluge Entscheidung. Blossom, keine Teewärmer mehr zu stricken. Wir haben keine Zeit und außerdem gibt es hier viele nackte Schafe. Föderation des Lichts, Blossom, wir würden es sehr schätzen, wenn du deine Rolle in dieser Erfahrung der Zeit auf der Erde akzeptieren würdest. Blossom, was meint ihr damit? Föderation des Lichts, zu akzeptieren, dass die Rolle, die ihr spielt, keine große Entscheidung für euch gewesen ist, bevor ihr gekommen seid. Denn ihr wusstet, dass ihr die richtige Seele für diesen Job wärt. Jetzt, wo ihr hier und mittendrin seid, fragen wir euch noch einmal, entscheidet ihr euch, es zu akzeptieren? Blossom, bin immer noch verwirrt. Bietet ihr mir eine Klausel zum Aussteigen an? Föderation des Lichts, ja. Blossom, nun wartet mal kurz. Nur einmal sammeln, Freunde. Das kommt ein bisschen aus heiterem Himmel. Föderation des Lichts, ist das so? Hast du nicht genau diese Vorstellung in der letzten Woche oder so hinterfragt? Blossom, also habt ihr mich heute in den frühen Morgenstunden schimpfen und toben gehört und fragt euch, ob ich wirklich weitermachen will? Föderation des Lichts, das haben wir und deshalb fragen wir, also nicht so aus heiterem Himmel bei dieser Reflexion, oder? Blossom, wow, wenn die Leser mein Gesicht sehen könnten, Kiefer heruntergeklappt, Augen weit geöffnet, Pupillen von einer Seite zur anderen huschend. Ihr habt vielleicht eine Art, mich in Verlegenheit zu bringen. Föderation des Lichts, natürlich bitten wir nicht um einen Rücktritt in dieser Minute. Wärst du bitte trotzdem so freundlich, uns deine Gedanken mitzuteilen? Blossom, locker. Wenn eine Ankündigung vor den Wahlen oder vielleicht auch kurz danach kommt, dann bin ich dabei. Wenn es keine Ankündigung gibt, nun, wer weiß? Ich weiß es wirklich nicht. Föderation des Lichts, dann freuen wir uns zumindest auf das nächste Jahrzehnt deiner Begleitung. Blossom, oh Leute, 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 hierbei belasse ich es, am Rande einer Klippe hängend, doch eigentlich gibt es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen. Was auch immer, dies wird nicht unser letzter Abschied sein. In Dankbarkeit, im liebevollen Dienst, ich bin. PS, ich bin nur zu glücklich, dass dies überhaupt durchgekommen ist und noch glücklicher, dass es geschafft ist. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.